Einwurf für die Gamas. 13 Sekunden auf der Shotgun.
letzte Mal auf beide Sitzplatten bei den Dallas. 11 Sekunden auf der Shotgun. Und es gibt einen Wechsel. Fußball-Politik, schön spielen. Und für den neuen Clemens Leidolf. Come on, Jungs, Defense!
Sein erstes persönliches Foul. Und es gibt einen Wechsel bei den Gunners. Ins Spiel kommt die Nummer 13, Stefan Blasowitsch, und die Nummer 16, Renato Feuer. Ballbesitz, Gunners, Eindruck an der Seitenlinie. Thank you.
are the Dukes, Power Duty Nummer 13, der Dukes, Edin Bafcic. Das ist sein erstes persönliches Foul, beide Sets für die Gunners. Das bedeutet Defense für Klosterneuerbach. Yes.
Sekunden Verschuss, gibt es noch ein Foul. Foul vom Klosterneuburg, Runde Nummer 6, Moritz Lanniger. Das ist sein zweites persönliches Foul, zwei Freiwürfe für die Gunners. Gäste. Sein zweites persönliches Foul, das bedeutet Ballbesitz für das Tor. Thank you.
abgeschaut worden ist, abgelaufen. Es gibt einen Wechsel bei beiden Teams. Bei den Gästen zurück ins Spiel Jakob Zucker und bei den Dukes Jonica Blasevic und Moritz Planecker. Wackelsitz für die Gamas, das bedeutet Dukes Fans für die Dukes.
zur Maldives für die Nummer 1 Clemens Leinolf. Zurück ins Spiel Nummer 10 Lennart Bürgermeister. Wechsel bei den Gästen. Nummer 13 kommt zurück ins Spiel. Stefan Kolasinic. Yeah.
größte Wort von Jörn. Was bedeutet Ballbesitz für Klosterneuburg? Oh, that was really good. Come on, give me some sense.
44:44, das ist der Spielstand im vierten Viertel. 8:47, Jill ist noch zu spielen, wir im Spiel zwischen den Dingen. Bei den Gästen im Spiel Jonathan Knessel.
Defense für Kloster Aalborg. Kapitän Edin Bavcic.
Torwart ist im Haupt. Es gibt einen Wechsel zurück ins Spiel. Timo Arsch. Flügel mit dem Basic. Beigesetzt. Fokus im Haupt. Offensivfoul, Punkte Nummer 4, Bedienungs Timo Barsch. Es ist sein viertes persönliches Foul, ein Wechsel. Bei den Gammas zurück ins Spiel, 4 davon. Schulter.
Jetzt 10 Sekunden noch zu spielen im Spiel zwischen den Jungs und den